Servus Leute, heute mal wieder ein neuer Bushcraft Hack. Jeder kennt sie, Spirituskocher, der Klassiker von Trangia, robust, top Ding, gibt's gar nichts. Dann gibt es welche aus Titan, unterschiedlichste Preisklassen. Und was ich euch mal zeigen möchte, ist eine Version, die eigentlich gar nichts kostet, nur ein bisschen Zeit. Und zwar die hier. Die ist aus einer Dose gefertigt, aus einem Stück Blech. Wie man das Ding herstellt, brauche ich glaube ich nicht erläutern. Ich halte es mal hier in die Kamera. Das ist einfach ein Blech. Ihr müsst es so ausschneiden wie hier. Dann schiebt man das hier so zusammen und setzt es drauf. Was ich euch zeigen will, ist, wie man das Ding hier herstellt. Was braucht man dafür? Eine Dose und ein Taschenmesser. Ich zeige euch jetzt mal die Variante, die mir am besten gefällt. Und zwar deswegen, weil sie ohne irgendwelche Klebebänder irgendwas daherkommt. Und man sie wirklich mit dem Taschenmesser herstellen kann. Das heißt auch, keine Ahnung, ich verliere meinen Trangia, whatever, irgendwas funktioniert nicht. Aber ich finde irgendwo eine alte Dose oder ich habe noch ein Bier dabei, dann kann ich mir einen Spirituskocher bauen. Was müssen wir als erstes tun? Mein favorite part. Cheers. Gutes schwedisches Bier von unserem letzten Trip. Als erstes müsst ihr schauen, wie hoch ihr euren Kocher machen wollt. Ihr könnt mit der Höhe variieren. Ich mache das Pi mal Daumen. Empfiehlt sich, was Flaches herzunehmen. Dann schnappt ihr euch euer Messer, setzt es flach an und fangt an hier entlang zu schneiden. Als nächstes, wäre ich geschickter gewesen, es vorher zu machen, müsst ihr hier diesen Innenteil rausnehmen. Ihr müsst nicht zwangsläufig den Innenteil rausnehmen, aber ich empfehle es. Passt auf, schneidet euch nicht. Messer sind scharf, die Dosen sind scharf. Ich habe da ein Talent für. Man kann das alles natürlich noch super schön machen mit Schleifpapier und so, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, wir sind draußen in der Natur und brauchen jetzt schnell den Kocher. So, dann, ja, müsst ihr mal gucken, dass ihr das ähnlich hoch macht. Ja, also am einfachsten geht es natürlich wieder so. Klingt super. Thank you.
haben wir schon mal die beiden Teile hier. Was brauchen wir noch? Wir brauchen jetzt noch so ein Innenteil. Das Teil jetzt aufschneiden. So, und dann an der Unterseite, also das Teil, was später im Spiritus drin sein wird, da müsst ihr dann noch so kleine Notches oder so Dreiecke reinschneiden. So, als nächstes nehmt ihr das Ding, rollt es so zusammen, legt es dann hier rein, also mit den Dreiecken in die Unterseite, also die geschlossene Seite. Und dann kommt oben drauf hier dieser offene Teil. Einmal. Und dann müsst ihr schauen, dass das genau den passenden Durchmesser hat. Okay. So, dann nehmt ihr die Oberseite her und biegt sie immer so ein bisschen ein, also ihr dellt die Oberseite an mehreren Stellen einfach da so ein bisschen ein. Hat den Hintergrund, dass da dann später auch noch Flammen rauskommen. So, der obere Teil in den unteren Teil der Dose. So, als letzten Schritt nehmt ihr die Aale. Und macht hier oben einfach Löcher rein. Und fertig ist das gute Ding.
Man sieht, der Kocher beginnt zu funktionieren. Was man hier blubbern hört, das ist der Spiritus, der Alkohol, der da drin kocht. Das ist auch die Funktionsweise von dem Ding, also das was, also der Alkohol verdunstet und wird dann hier durch diese Düsen rausgetrieben. Und ja, so funktioniert das Teil. Kostet nichts. 10 Minuten Arbeit, ihr braucht nur ein Taschenmesser oder irgendein anderes Messer, geht auch mit einer Schere. Ja, ich mag das Ding einfach, weil es einfach ist, vielleicht nicht der tollste Dosenkocher, den ihr bauen könnt, aber für mich total zweckmäßig und funktioniert halt einfach. Hier sieht man jetzt auch noch den Nachteil im Vergleich zum Trangia, sage ich jetzt mal. Den kann man natürlich ausmachen, den restlichen Spiritus weiterverwenden. Mit dem Ding muss man halt grob gucken, wie viel man braucht. Ja, ist halt der Nachteil. Aber dafür kostet nichts. So, heiß Wasser. Wenn man da so ein kühles Bier machen könnte, wäre noch cool. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr konntet was mitnehmen. Falls ja, lasst uns natürlich gerne wieder einen Daumen hoch da, abonniert uns, empfehlt uns weiter und bis zum nächsten Mal. Der Test ist fertig. Ich muss sagen, ich bin ziemlich überrascht. Und zwar, was mich wirklich überrascht hat, ist, dass der Trangia hier am meisten Sprit verbraucht hat, um diesen halben Liter Wasser heiß zu machen. Und zwar hat er ganze 16 Gramm Spiritus gebraucht. Der hier kostet nichts, hat 12 Gramm Sprit gebraucht. Also 25% weniger, nur 3/4. Und der hier hat nur 11 Gramm gebraucht. Also die waren recht ähnlich. Ja, und jetzt, was mich eigentlich noch ein bisschen mehr schockt, ist, ich habe die dreimal gewogen, also diese ganzen Sets. Wenn ich jetzt gucke, die beiden hier wiegen recht ähnlich. Der hier wiegt 10 Gramm, der hier wiegt 11 Gramm. Und dieses Set hier wiegt sage und schreibe gut 40 mal so viel, wiegt 430 Gramm.